Alarmiert sind wir zu einem Verkehrsunfall, 1 bis 2 verletzte Personen, auslaufende Betriebsstoffe. Unfallstelle wurde abgesichert, die Feuerwehr Uetzhausen ist vor Ort und die Feuerwehr Schlitzmitte mit insgesamt 20 Einsatzkräften. Ein RDW war im Einsatz und 2 Beamte von der Polizei und warten momentan auf einen Gutachter, der die Unfallstelle begutachtet. Nach aktuell vorliegenden Erkenntnissen war ein 20-jähriger Mann aus Fulda mit seinem Dodge Challenger in Richtung Bad Salzschlierf unterwegs und zur gleichen Zeit ein 71-jähriger Mann aus Schlitz mit seinem Seat in entgegengesetzte Richtung. Kurz vor Uetzhausen kam es aus unklarer Ursache zu einem Frontalzusammenstoß beider Fahrzeuge. Der 71-Jährige wurde schwer verletzt und kam zur medizinischen Abklärung in ein nahegelegenes Krankenhaus. Der 20-Jährige blieb glücklicherweise unverletzt. Allerdings erhärtete sich vor Ort der Verdacht, dass er unter Alkoholeinfluss steht, weshalb eine Blutentnahme angeordnet wurde. Die Landstraße war in diesem Bereich für die Dauer der Bergungs- und Rettungsarbeiten für rund 3 Stunden vollgesperrt und zur Ermittlung der Unfallursache wurde auch ein Gutachter hinzugezogen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten vorläufigen Schätzungen auf rund 35.000 Euro. Vogelsberger Zeitung, verlässlich, lokal und aktuell.